Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum dritten Part von Diddy's Conquest auf dem Super Nintendo. Weiter geht's in der Böllergrube. Hier wird geböllert, bis es qualmt. Aber erstmal wird gebonust und zwar direkt rechts. Ich find's wieder erstaunlich, was man sich alles merkt über so lange Zeit. Solche Sachen hier. Wo die ganzen Bonusspiele waren. Ich glaube, hier war sogar die DK-Münze. Das selbst, das weiß ich noch. Oh, meine Güte. Mein Hirn ist so voll mit alten Daten. Aber praktisch, sie aufzuheben. Man kann sie immer mal wieder gebrauchen, wie man jetzt gerade sieht. Ist echt wahr. Ich weiß nicht mehr, was ich gestern Mittag zum Essen hatte. Aber ich weiß noch hier, wo die ganze Gedönse hier, wo das alles sich befindet. Oh, Mann. Okay, in diesem Level geht's straight nach oben. Und diese tollen Kanonenfässer helfen uns dabei. Ah, ich liebe diese Musik, es ist so schön. Aska wie Konrad. So, nix O. Oh, ist das Einzige, was die doofen Kremlings sagen können. Oh, oh, oh. Moment, ich möchte mal hier nach rechts schauen. Da gibt's doch was Tolles für mich. Bananen und eine Bananenmünze. Ja. Show. Wunderbar. Oh, nicht so weit. Okay. Fünf Etagen tiefer. So. Na. Ah. Oh. Aua! Mieses Etwas, du! So, aber hier sind wir schon wieder. Hep! Über den gemeinen Zinger drüber. Und ein bisschen nach Bonusspielen aushalten. Ausschau halten. Mal sehen, ob es hier was gibt. Ich glaube, hier war irgendwo gar nichts. Gut, dann war es halt weiter oben. Ich kann mir auch nicht alles merken. So. Dann eben hier. Da ist das Bonusspiel. Ah, gar nicht so schwer zu finden. Aber das ändert sich in den späteren Welten noch. Könnt ihr mir glauben. So. Auf nach oben. So. Die Fässer haben alle unterschiedlich viel Wumms. So. Und wir haben Münze 16 ergattert. Oh, weg, ihr Mini-Neckis, ihr Blöden. Ihr habt mich im ersten Spiel schon ziemlich genervt. Hat sich bis jetzt nicht viel dran geändert. Oh. Tschüss. So, zwei Bonusspiele haben wir. Die DK-Münze haben wir auch. Ich glaube, wir haben alles. Oder gab es hier noch ein drittes? Mal gucken. Mal gucken. So, da wechseln wir mal zu Diddy, denn nur der kann diese Fässer hier benutzen. So, schön. So. Hier war nichts mehr, hoffe ich. Nein, okay. Ah, ja, ich muss es auch immer wieder drauf anlegen. Naja gut, hoffe ich mal, das war das letzte Bonus-Game. So. Ah ja, ich weiß, was zu tun ist. Okay, das ist... Ah! Das war früher schon eine Stelle, die ist so schwer. Ah! Okay. Ich habe gerade ein Déjà-vu. So, jetzt. Da war doch noch eins. So, Dele. Finde mal die Münze. Machen wir doch glatt.
Die beiden Affen wirbeln ja nur so durch das Spiel hier. So, komm her, du. Und das, das O fehlt uns diesmal. Okay. Ah! Ach, egal. Auch eine schöne Musik. Das habe ich zurzeit als SMS oder als Benachrichtigungston auf dem Handy, dieses Jingle. So, Lava Lagune! Es wird wieder hot, hot, hot. Ach ja, unser Seehund Klappe hat hier seinen ersten Auftritt. Oh Gott. Und er bläst hier das Wasser kalt. Und er macht auch, dass das Spiel tierisch leckt. So. Miese Klappe. Es wird heiß, es wird hot. Hot, hot in the city. Hot in the Schiffswrack, besser gesagt. Okay. Hör auf zu stöhnen, Klappe. Dieses Gewinsel immer. Wie so ein kleines Kind. So, jetzt links. Genau. Gibt's auch noch eine Bananenmünze? Jawohl, komm, blas mir einen, Klepper. Blas mir einen. So. Oh, Unbesiegbarkeit. Das lob ich mir. Ich dem doofen Piranha mal zeigen, wo hier der Hammer hängt. So. Aber ich sollte mir nicht zu viel Zeit lassen. Ah! Okay. Wir haben kein Bonus-Game bis jetzt verpasst. Oh, unsere Kugelfischis. Die mag ich. Die sehen so lustig aus, wenn sie so dick sind. Die sich so aufblasen. Okay, ich habe vergessen, dass... Ah, da war doch was. Heißes Wasser, genau. War da nicht irgendwo etwas? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Miese Brut hier! Hier war ein Bonusspiel! Au! Mach alle Gegner fertig! Hallo an Gott, mein Bester! Schabadabadabadabadab! Oh, wo, nix gibt's! Ich muss noch... Ey, weg, du blöder Käfer! Nochmal! Gluck die Gluck! Ja, mit... Was ist... Oh Gott, was ist los mit dir? Hast du deine besten Tage wohl auch hinter dir? Na komm, hoch mit euch. Dritter Anlauf, das gibt's doch nicht, der blöde Fisch. So. Muss ich hier erst meine gnadenlose Fischattacke ausführen, damit die hier mal... Ey, hör auf zu lenken. So. Da 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 da. Och, freilich, ist klar. Der ist so blöd, der Fisch. Mein Gott, man sollte hier Captain Iglo-Dinger aus dem machen. Aber doppelt paniert. Damit ich ihn nicht schmecken muss. So. Mann, was ein blöder Fisch. Ausgerechnet, der ist in allen drei Donkey Kong-Spielen dabei. Der Doofe. Im ersten fand ich... Wink... Nein! Ich hab doch genau getroffen, die Arschqualle, die Blöde. Das ist eine neue Gattung, die Arschqualle.
Hey, das war gerade ein Bug. Normal hätte Dixie nicht mehr da sein sollen. Aber die war noch da. Komisch. Alter, das kann sich noch ein bisschen hinziehen hier, Freunde. Skippe doch nicht. So, ich mache jetzt hier sowas von ultra vorsichtig. Genau gucken, wo ich hinsteche. Wie im richtigen Leben auch. Nein. So. Geht doch, verdammte Hacke. Blödes Etwas von Fisch, meine Güte. Kann doch nicht euer Ernst sein hier. Das ist jetzt 5 Versuche hier braucht. So. Da springe ich lieber nochmal auf unseren Freund. Oh Gott. Nee, das ist mir zu brenzlig. Ich glaube, das war hier sehr, 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 sehr knapp. So, jetzt volle Pulle. Da, 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 da. Ah, Hilfe. Irgendwo hier war ein Secret. Ich weiß aber nicht mehr wo. Das meine ich jetzt nicht. Da unten, da unten, da unten. Nee, da auch nicht. Okay, okay. Ah, hier, genau. Hier geht's irgendwo zur DK-Münze. Da ist sie nämlich. Schön. Oh, jetzt nichts wie raus hier. Und da oben gibt's auch noch was. Eine lustige Bananenmünze. So. Ich hoffe, ich habe alles gefunden. Yeah! MC Diddy in the house! Ja, wir haben alles. Gehen mal zur Runzelfrau Wrinkly, wollte ich gerade sagen. Entschuldigung. Etwas mehr Respekt vor dem Alter sollte ich schon entgegenbringen. Mache ich auch. Die meisten älteren Leute haben mehr im Kopf als alle Jungen. Muss man mal wirklich so sagen. So, das brauchen wir alles nicht. Endgegner können wir nochmal gucken. Ja, habt ihr Cleaver getroffen, müsst ihr schnell auf die andere Seite rennen, bevor er sauer wird. Ja. Das ist dieses Feuerschwert. Aber so weit sind wir natürlich noch nicht. Vorher gibt's noch das Level Heißer Ritt, aber na, das sehen wir erst im nächsten Part, wenn es wieder heißt Donkey Kong Country 2. Bis dann, macht's gut. Tschüss!